herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen die Handballfreunde Springe. Endstand vor 2513 Zuschauern, 29-21. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Es ist wunderschönen guten Abend. Also ich gratuliere nochmal die Kollegen. Also das Statement zum Spiel, also von meiner Seite, ja, große Kulisse, sehr super Atmosphäre. Was mir begeistert, habe ich aber ganz viele bekannte Gesichter, weil habe ich ziemlich lang schon vor 15 Jahren hier gespielt. Hat mir wichtig einfach gefallen. Und was zu meiner Mannschaft, also wir haben einfach alles versucht einfach zum Spielen. Also ich habe einfach ganz viele Spieler spielen lassen. Wir haben einfach die letzten Spiele kleine Spielanteil bekommen oder so halt. Also die Jungs waren gekämpft. So einfach zum Sagen, also wir haben nach Erlangen gefahren und wir haben gewusst, wir müssen aber locker spielen so halt. Wir haben gar nichts zum Verlieren. Und ich gehe vom aus, wir haben einfach heute also nicht so schlecht präsentiert uns. Und ja, wenn wir spielen einfach so weiter, so bis zum Ende der Saison, so vielleicht einfach nur kleine Möglichkeit, muss man ein bisschen verbessern, dann wird alles, dann gehe ich vom aus ganz gut bei uns. Vielen Dank. Robert, wie hast du die 60 Minuten gesehen? Ja, nee, ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, meinen Spielern. Ich finde, wir haben über 60 Minuten eine sehr gute Leistung gebracht. Alle Spieler haben dazu beigetragen, heute mitgeholfen, um diesen Sieg zu machen. Und wir haben vorher gewusst, dass Springe eine gute Mannschaft sind. Die stehen unten, aber haben in der Rückrunde sehr, sehr viele Spiele gewonnen. Und dass es nicht einfach wird, wussten wir auch. Und wir müssen voll fokussiert, konzentriert sein, von Anfang an die Aufgabe richtig ernst nehmen. Und das, finde ich, haben wir gemacht über alle Spiele. Und dann war es auch ein Vorteil für uns. War immer mit ein paar Toren in Führung, konnten auch alle spielen lassen, auch viel wechseln. Und das war auch schön und gut, weil wir haben am Dienstag wieder ein schweres Auswärtsspiel. Aber unser Spiel heute, bin ich sehr mit zufrieden. Danke, Robert. Stefan, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, mir hat besonders gut gefallen, dass wir von Anfang an hell wach waren und gut gestartet sind. Man hat, finde ich, auch von Anfang an gemerkt, dass die Mannschaft heute keine Kompromisse machen will, dass von Anfang an sie zeigt, dass sie heute dieses Spiel unbedingt gewinnen will, auch deutlich gewinnen will, hat sich auch nichts gefallen lassen. Und das fand ich richtig gut. Zweite Halbzeit haben wir eigentlich dann angeknüpft, finde ich, an die Leistung der ersten Halbzeit. Und gut, dass dann zum Schluss vielleicht man einen kleinen Gang auch runterschaltet, wenn Dienstag das nächste Spiel ansteht. Und Robert hat ja auch viel durchgewechselt. Ich glaube, das ist völlig normal. Also ich bin rundherum zufrieden heute. Es war, glaube ich, ein hervorragendes Spiel, was wir gesehen haben. Tolle Atmosphäre, wie immer. Und ja, jetzt ist es natürlich so, dass wir das, was wir uns erhofft haben, dass wir das jetzt vor uns haben unmittelbar. Die Mannschaft hat lange hart dafür gearbeitet und gekämpft, sich jetzt diese Position zu erarbeiten. Das war ja 7 Spieltage vor Schluss mit einem Sieg jetzt das große Ziel, was wir ausgegeben haben, alle miteinander auch erreichen können. Und ich hoffe natürlich und bin mir eigentlich sicher, dass am Dienstag die Mannschaft das auch unbedingt schaffen will schon. Und hoffe auch natürlich, dass uns eine große Fankarawane begleitet, auch wenn es ein Dienstag ist, auch wenn es in Hagen ist. Das sind ungefähr 400 Kilometer von Erlangen. Das ist natürlich für viele sicherlich alles andere als einfach. Aber ich hoffe wirklich, dass wir wieder eine tolle Unterstützung haben werden. Wir haben ja nicht umsonst auch nochmal Busse zur Verfügung gestellt und Tickets. Und die Tucher Brauerei sorgt für das nötige Proviant für Hin- und Rückfahrt. Also von daher, ich freue mich auf Dienstag und hoffe, dass wir nächste Woche dann an gleicher Stelle vielleicht schon anstoßen können. Aber klar, in Hagen ist auch alles andere als ein Selbstläufer. Also das muss auch erstmal gewonnen werden, das Spiel. Auch das muss jedem bewusst sein. Vielen Dank, Stefan. Zeit für Ihre Fragen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Auf hohem Niveau.
keine Kritik, aber mal die Anfrage. Robert, die Mannschaft hat, du hast ja gesagt, konsequent durchgespielt, bis auf eine ganz kurze Phase nach dem 5-1, dann am Schluss runtergeschalten. Hast du das vor dem Spiel noch mal extra thematisiert? Ja, ein bisschen. Also ich habe nur gesagt, dass wir manchmal vergessen, über 60 Minuten immer diese harte Arbeit zu machen. Für sich selber, für einander. Also wir kämpfen immer, wir wollen immer, aber man muss trotzdem diese Arbeit, ob das hinten oder vorne oder im Gegenstoß, man kann nie runterschalten. Und das finde ich, das haben wir sehr, sehr gut gemacht heute. Dass ein paar Fehler passiert, dass man diese Phasen hat, passiert auch, aber das hat die Mannschaft heute umgesetzt, finde ich. Und ich bin sehr zufrieden mit unserer Abwehr. Vor allem von außen machen wir sehr viele Tore. Danny Tore, Christi Tore, Ole Tore. Bin ich auch mit zufrieden. Das einzige Minus heute, finde ich, wir können ein bisschen mehr Gegenstoßtore machen. Erste, zweite, dritte Welle. Da haben wir ein bisschen wenig Druck gemacht. Aber das war nur ein kleines Minus. Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Robert, du hast angesprochen, heute hat es mal geklappt, dass man nicht runterschaltet. Hast du da eine Erklärung dafür, warum es geklappt hat heute und bei manchen Spielen nicht zuvor? Ja, nein, es ist schwierig, aber manche solche Sachen sind halt schwierig zu verstehen, immer zu machen. Warum? Zum Beispiel, heute war ich sehr, sehr froh, wir haben einen Spielzug seit sehr, sehr langem gehabt. Entschuldigung, ich habe eine Erklärung dafür. Die Mannschaft hatte einfach die Schnauze voll, nach dem Spiel darüber zu diskutieren. Nein, das ist, glaube ich, der Grund. Nee, wirklich. Ja. Ich habe es ja vor dem Spiel mitbekommen. Also, die haben einfach gesagt, wir haben einfach keine Lust wieder. Warum nur mit einem? Warum mit zwei? Warum haben wir nicht durchgezogen? Das war jetzt ernst gemeint. Also, die haben einfach keine Lust mehr, knapp zu gewinnen. Martin Stanowski hat es ja bei der PK vorgestern auch gesagt. Die wollten einfach mal wieder ein gutes Gefühl haben nach einem Spiel. Und ich glaube, das hat man gemerkt, auch vorher schon in der Kabine. Und, Robert, du wolltest was vom Spielzug erzählen. Ja, nee, also wie lange Sachen dauert. Also auch diese Sachen, worüber wir geredet haben. Aber das dauert halt und heute hat es voll funktioniert. Die haben das immer oder vorher auch gewollt. Aber manchmal gibt es immer verschiedene Gründe. Aber heute war es sehr, sehr gut. Was ist das jetzt für ein Gefühl vor diesem Dienstagsspiel? Man ist kurz vor der Ziellinie. Andererseits war es natürlich irgendwie vorherzusehen, dass das sehr zeitig kommen wird. Ist das trotzdem noch ein besonderes Spiel, das auf einen zukommt? Oder wie fühlt sich das an jetzt? Das finde ich schon. Also, das ist ein normales Spiel, Auswärtsspiel. Aber wir können ja ein hohes Ziel, was wir uns vor der Saison erreichen wollten, jetzt auch umsetzen. Und klar ist das was Besonderes, aber wir müssen erstmal spielen und das gut machen, um das zu schaffen. Und machen wir das und danach, dann ist es bestimmt was Besonderes. Ja. Philipp Rosa. Herr Gorbisch, Sie haben es vorhin angedeutet, viele bekannte Gesichter. Was für ein Gefühl war es heute gegen den alten Verein an alter Wirkungsstätte, zwar andere Halle, aber anzutreten? Gefühle ist natürlich positiv, also, aber die Sache, ja, irgendwas erlangen zu Hause, zu mergern, zum Gewinnen, so mit meine, sag mal, dünne Kader oder die Kader, welche einfach zwei, drei Wochen die letzte Zeit verletzt und gerade so angefahren ist, natürlich zum schwer. Natürlich willst du einfach hier beim großen Kulisse, in große Halle gegen Tabellenführer gewinnen, also will, glaube ich, jeder so halt, das ist schon klar. Die Sache, ich bin schon ein paar Jahre in dem Geschäft, so halt, da muss man natürlich realistisch und ich verstehe einfach Robert und verstehe einfach die erfahrenen Spieler zum Frage einfach, wenn ein Mannschaft mit 8-9 Tore führt und die Frage, warum schalten wir die Gang runter, also das ist der Das ist automatisch. Du kannst aber nicht mit 20, mit 15 Toren gewinnen, weil die Saison gerade so noch 7 Spiele bis zum Schluss. So halt, und das ist automatisch so. Also das liegt einfach nur im Kopf. So halt, kann ich einfach nur sagen. Und im Prinzip, ob du gewinnst mit 8 oder mit 15 Toren, ist im Prinzip egal. Kann ich einfach sagen. Bayern München gewinnt auch sowas in den letzten 93 Minuten mit einem Tor oder mit 2-1. So halt. Aber die gewinnen. Genauso, wenn Herr Langen gewinnt, die entscheidenden Spieler mit einem Tor oder mit zwei. Also von meiner Seite ist
immer lieber schlecht spielen und gewinnen, als gut spielen und verlieren, ist schon klar. Und wenn seine Mannschaft mit 8, 9 Tore führt, so halt, wenn der erste 7 Spieler getauscht, also es kommt einfach die zweite 7 oder welche kriegen aber weniger Spielanteil. Natürlich, die Qualität ist nicht so hoch, aber die Zuschauer, Presse, Management, die müssen sehen, okay, wir sind eine Maschine, wir müssen weiter so. Natürlich, das geht nicht. Er kann nicht einfach 14 gleiche Spieler haben. Das ist so. Ja. Darum haben wir zum Thema, warum schalten wir Gang runter? Wenn du siehst, 8 oben schon, okay, machst du irgendwo vielleicht einen Schritt weniger in Abwehr oder einen Schritt weniger in Angriff und sowas, was passiert. Einmal das Mikrofon zu meinem Ries, bitte. Hannes Ries, Handballwoche. Herr Andersen, wie läuft die Vorbereitung auf dieses Spiel, das ein besonderes werden kann, ab? Nein, ganz normal. Wir haben morgen frei, trainieren Sonntag, Montag, vorbereiten uns wie immer für ein Spiel und das ist ganz normal. Keine besondere Vorbereitung. Die Abreise, wie ist die? Über das läuft die fliegen? Ja. Die fliegen. Ja. Gibt es weitere Fragen? Herr Ries, würden Sie das Mikrofon nochmal zu Herrn Rosa rübergehen? Nochmal Philipp Rosa. Stefan, du hast vorhin angedeutet, Bus und Karten. Kannst du das nochmal für Hagen genauer erklären? Ja, also da gibt es nicht so viel zu erklären. Es ist nach altbewährtem Schema. Es geht auch oder ging schon jetzt in alle Verteiler die entsprechende Infomail raus. Also müsste auch in euren Postfächern dann gleich zu finden sein, noch mit den Details. Über die E-Mail-Adresse fans@hc-erlangen.de kann man sich anmelden. Und also für Bus und Tickets. Und ja, dann gibt es Rückmeldungen. Und also ich glaube, das ist schon gelernt mittlerweile, wie das funktioniert. Ob das Bus ist kostenlos für die Fans und genau. Ticket müssen sie bezahlen? Oder? Nein. Tickets, das ist alles. Stellt ihr auch zur Verfügung? Wir organisieren alles und kümmern uns um Tickets und Bus. Und Getränke. Also die vorbereiten sich ein bisschen anders. Nee. Genau. Die Vorbereitung der Fans verläuft etwas anders als die der Mannschaft dann. Vermutlich. Dann sage ich vielen Dank fürs Kommen, wünsche allen noch ein schönes Wochenende und hoffentlich begleiten uns dann wirklich möglichst viele am Dienstag nach Hagen. Vielen Dank.